Heute hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Nicht die Art Nervenzusammenbruch, bei dem man mit dem Gewehr auf den Glockenturm steigt und dann wahllos in die Menge schießt, aber nah dran. Alles fing an, als ich aufgestanden bin und das Klo nicht funktioniert hat. Mit der Zahnbürste in der Fresse habe ich den Spülkasten aufgemacht und versucht, da irgendwas umzustellen. Das Ding war nämlich, das hat er die ganze Nacht über gespült. Ohne dass ich es gemerkt habe. Morgens komme ich rein, es rauscht das Wasser da durch. 5 Milliarden Liter Wasser sind da wahrscheinlich durchgegangen. Die Rechnung freue ich mich schon mal. Hab da rumgefingert. Völlig ziellos, wahllos. Keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Alles voller Kalk und Wasser und Scheiße. Naja, Scheiße nur nicht. Scheiße im Spülkasten wäre auch nicht so gut. Aber gewundert hätte es mich nicht. Wenn das Problem gewesen wäre. Sich Scheiße aus dem Klo rausgehüpft in den Spülkasten und verstopft alles. Eigentlich wollte ich schön duschen. Bin ich nicht mal mehr zugekommen. Mit Kacke und Kalk an den Händen und geduscht und gewaschen, aber mit geputzten Zähnen bin ich dann zur Arbeit gegangen. Vorher habe ich noch meine Freundin geweckt. Statt, dass sie mich aufmuntert, in den Arm nimmt und mir nochmal versichert, wie schwer mein Leben ist, kam nur geschnitten wegen Inhalt. Aus irgendeinem Grund hatte ich keine Jacke und es war arschkalt heute Morgen. Ich bin losgefahren im Dunkeln, völlig immer noch aufgelöst. Da höre ich immer so ein Klicken. Was mich wahnsinnig gemacht hat. Hier im linken Ohr, die ganze Zeit, immer wieder. Als ob mir da einer ranschlägt oder ich Müll im Haar habe, was an meinem Ohr rumbaumelt. Bis ich irgendwann dahin gekommen bin, das war am Gurt, am Autogurt, da wo der Gurt in die Rolle reingeht. Ich hab nämlich Tupac gegessen. Nein, wie heißt denn das? Pickup. Dieses Keksgedöns mit Schokolade. Und falls ihr das kennt, das, wenn man mehrere Packungen kauft, dann sind die mit so Klebeplastik zusammengemacht. Mit Klebeplastik, wo Superkleber dran ist, sodass man das nicht auseinanderkriegt. Und irgendwie hatte sich ein Fitzen von dem Superplastik von meiner Hand auf den Gurt in den Winkel von der von der Rolle rein gemacht. Und war immer am Klicken bei jeder Bewegung, die das Auto gemacht hat. Also bin ich dann am Fahren, pack mir der eine Hand da irgendwie hin und versuch das da rauszuziehen. Aber es ging nicht, weil es Superkleber ist. Man kann es nicht mehr ziehen, wenn es irgendwo festgeklebt ist. Dann kommt noch irgend so ein Typ von vorne, blendet mich. Ich muss weiter fahren, mir ist kalt. Das Autoradio funktioniert nicht mehr richtig. Die CD ist am Springen. Psst. 35 Mal die gleichen Stellen immer wieder gehört. Das war. Oh Gott. Und dann konnte ich nicht mehr. Und aus Hass und Frustration und über die Unfairness des Lebens, die in diesem einen Moment in meinem kleinen Auto über mich gekommen ist, bin ich einfach ausgerastet. Vollbremsung gemacht. In den Wald rein. Und haben nur noch auf Plastikdinge eingeschlagen. Was überhaupt nichts gebracht hat. Dadurch klebt es nur noch fester in der Umlenkrolle. Dann ist meine Hand wehtat, habe ich nur noch auf Lenkrad draufgehauen. Aber statt dass es so einen befriedigend langenden, markerschütternden Hubton gibt, kam immer nur so jämmerliche. Dann lag ich da. Saß im Auto. Und war fertig. Konnte ich nicht mehr. Aber statt dass ich mir das Notfall Erste Hilfe Selbstmordpack zur Hand nehme, Flasche Rotwein und 85 Schlaftabletten, bin ich einfach zur Arbeit gefahren. Und da fing der Tag erst an.